Ja, willkommen zu unserem dritten Orakel inzwischen schon. Also drittes Bundesliga-Orakel. Wir haben zwischenzeitlich ja schon Spiele aus der Premier League hochgeladen. Wieder sind Felix und ich am Start. Servus. Das wird eigentlich in jedem Orakel so sein. Ich weiß nicht, ob wir uns extra vorstellen sollen, aber wenn du das möchtest, dann machen wir es natürlich. Genau. Einfach hier Comedy schreiben, dann machen wir da vorher auch ein Video fertig. Ja, jetzt 6. gegen 7. Augsburg gegen Hoffenheim. Ja. Felix spielt Augsburg, ich spiele Hoffenheim. Und mal schauen, was daraus wird. Ich würde sagen, Augsburg, ja, gucken, ob sie die gute Hinrundenform halten können, ne? Mit Vollner. Markus Vollner, der kann auch schießen, ne? Ich hab Volland. Ach, an Pfosten. Ich hab Volland, der ist drinnen. Ja, mit Volland kann man gut spielen. In der letzten Saison war es nun wirklich Modeste, Schwegler, Rudi. Oh, alter Top der Routinier, der Ex-Schalke. Hitz ist im Tor wieder. Er schwört auf die langen Haare, ich sag's dir. Holen Sie sich den Ball zurück. Boah. Halt den Tor. Na, den kriegt er noch, ne? Aber Beck ist dabei. Ah, immerhin in der Ecke. Hat Vollner gut die Ecke rausgeholt. Von Raul Bobadilla. Ja, kommt Baumann raus, hat er. Ganz sicher. Anthony Modeste. Oh. Ragnar Klavan, der langsamste Innenverteidiger der Bundesliga. Ich glaube nur Sahin ist langsamer, oder wie war das? Der Ball Bob wörtlich vor die Füße gefallen. Hm, weiß ich nicht. Irgendwie so. Ah. Aber kommt da noch mal ran, aber Marvin Hitz. Oh, das gibt gelb. Freistoß. Ja, gelb, glaube ich, oder? Ja, doch. Polanski. Polanski. Der Eugen. Oh, ne, doch nicht, Rudi. Verguckt. Unglaublich. Oh, da hat er den Ball aber locker treffen können eigentlich. Ja, er geht nur auf den Mann. Da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Oh. Ja, du musst den Ball haben, ne? Und das zerstört er ganz entscheidend, meiner Meinung nach sogar. Bayer zu Werner, auch ein starker Spieler in der Hinrunde und... Oh! Altintor. Was er so einen nicht macht, ne? Aber der Abwehrspieler war noch dran, Gibt die Ecke. Jetzt erklärt sich, warum er den nicht macht. Zumindest ein bisschen. Oh. Ja, Abwehrspieler wieder dran. Sebastian Rudi. Auf einmal mit ein bisschen Dusel hinten. Aber auf jeden Fall ein Spiel, wo beide Mannschaften voll in die Offensive gehen. Wie man das aus Hoffenheim spielen so kennt. Torchancen hatten wir auf jeden Fall schon. Ne? Und da ist klarer Torwartfehler. Modeste hat den noch abgefälscht. Der kriegt doch das Tor zugeschrieben. Ja, deswegen sag ich ja. Ja, okay. Rudi hat ja geschossen und Modeste kriegt das Tor zugeschrieben. Lass mal gucken jetzt hier. Da war kein Abseits. War er noch dran? Nee, für mich nicht. Nee. Nee, eigentlich nicht, ne? Oder? Ah doch, mit der Schulter. Vielleicht ganz minimal, aber er hat keine Richtungsänderung mehr vorgenommen. Eigentlich wäre das Tor. Ein bisschen schon, weil sonst hätte der Torwart ja nicht so daneben gegriffen. Ich meine, gut, Marvin Hitz ist jetzt nicht der beste Torwart der Bundesliga. Also, ne? Immerhin ein Bundesliga-Torwart. Oder so einer, der es werden will. Oh, Bordia. Roberto Firmino. Ja, war kein Foul. Kevin Volland. Ah, klar waren, passt auf. Tobias Werner. Oh, Werner, schwach. Aber Bayer stark. Roberto Firmino, ah, ganz schlecht. Jetzt kann Altintor mal zeigen, dass er noch die Übersicht hat, was? Oder auch nicht. Ah, da bin ich schneller am Ball, ja. Daniel Bayer. Bayer. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Ja, die Hoffner Abwehr. Roberto Firmino. Nicht souverän, aber am Ende erfolgreich. Oh, ja, back locker. Roberto Firmino. Ah. Oh.
Modeste. Firmino, mach was. Gute Übersicht. Immerhin, also Modeste spielt stark. Strobel. Holst du den Ball zweimal jetzt wieder? Au. Boah, faul. Freistoß, ja. Gefährliche Position. Aber nicht für die Hoffenheimer. Ja, Salihovic ist immer noch nicht drauf, aber Schwegler kann das auch. Mal gucken. Freistoßpräzision 73. Ja, bei Frankfurt hat er die Dinger mal reingemacht. Oh. Ja. Das Entscheidende, das Tor, das fällt hier eben nicht. Oh, der war gar nicht schlecht. Aber letztendlich zu mittig. Richtig gefährlich geworden. So viel hat er letztendlich sowieso zu hoch. Hat das auch. Tobias Werner. Daniel Bayer. Jetzt schickt er unten raus, pass auf. Roberto Firmino. Rudi. Ah! Wenn der Ball da durchgekommen wäre, ey. Das Spiel vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, wenn man die Tabellenplätze sich anguckt, aber durchaus interessant. Also, Hoffenheim in der Offensive etwas zielstrebiger, mit mehr Torchancen. Ich weiß gar nicht, ob... Ja doch, eine hat er Augsburg auch schon. ja, aber was ich... sag schon. Ein gutes Stellungsspiel. Jetzt ist es mir entfallen, ja. War nix. Ja, jetzt weiß ich's. Die Augsburger sind im Mittelfeld dafür zielstrebiger. Ja, also sie gewinnen öfters mal den Ball, aber was war das von Baumann? Das Baumann. Gleicher Gedanke, zwei dumme Eingedanke. Kevin Volland marschiert er. Zeigt er, was er kann. Bayer ist dabei. Ich weiß, na ja, Volland lässt sich den Ball abnehmen. Oh, Modeste. Kann Klaver noch nicht klären. Jetzt muss er nur durchstecken, jetzt muss er nur reinschieben. Ja. Trocken. 2-0 Hoffenheim, 40. Minute. Hey, Yunusi. Tarik. Scheint so, ne? Ja, das ist Norweger, ne? Ich weiß nicht, kann sein. Der wollte nämlich Ødegaard von Hoffenheim überreden, weil er in der Nationalmannschaft schon miteinander gespielt hat. Ja, und dann wechselt Ødegaard für 3 Millionen zu Real Madrid. Und kriegt er 80.000 Euro wöchentliches Gehalt. Mehr als Marco Reus. Ja, auch hier Meinungen in die Kommis. Duric. Oh. Gibt's einen Freistoß? Freistoß gibt. Weiß nicht. Macht Altitop da was? Nee, aber Bayer kann das, glaube ich. Ah, ich probier's einfach mal. Ne? Na, es kommt, zeig was, Bayer. Hep. Ja, more bad up. Ja, der... War da noch einer zwischen? Nein, sieht nicht da noch raus. Nee, war Abschluss. Also... So drüber schießen muss man auch erstmal können. Ne? Das ist schwieriger als den Ball aufs Tor zu bringen in der Situation, glaube ich. Boah. Boah. Elionussi packt die Trickkiste aus. Das ist wahrscheinlich beflügelt von seinem Tor. Rudi. Will er noch einen machen? Ah, da ist hier noch einen. Den ersten hat er nicht gekriegt. Ja, ich wollte gerade sagen, der von Modeste, weil eben einer von Modeste geklaut wurde. Der wäre sonst aber auch nicht reingegangen. Also, nein, ich glaube schon. Nee, den hätte Tor gehabt. So schlecht ist Marvin Hitzitz auch nicht. Oh, Modest setzt nach. Oh. Kevin Volland kriegt den Ball, denke ich, sicher. Ja. Achtung! Ja, auch Rudi. Was? Ja, jetzt hat er sein Tor. Aber Hoffenheim schießt Augsburg hier in der ersten Halbzeit an den Wand. Hoffenheim, jedes Mal, wenn Hoffenheim dabei war, gab es, glaube ich, mindestens 3 Tore oder wie war das? Im Durchschnitt. Ja, irgendwie sowas war da. Wenn Hoffenheim dabei ist, sind immer ziemlich viele Tore dabei. Ist halt ein, ja, wie Bremen damals in der Meistersaison, ne? Man rennt nur nach vorne und... Ja, aber Hoffenheim ja auch klar verdient. Führung zwar nicht so hoch, ist die Führung jetzt nicht berechtigt, aber schon verdient in Führung, würde ich sagen. 2-1-0 auf jeden Fall, 2-0 vielleicht auch, aber 3-0 nicht. Was ich seit langer Zeit gesehen habe. Wahrscheinlich nicht mal 2-0. Ja doch, 2-0 wert wäre es, glaube ich, schon gewesen. Oder 3-1, 2-0, 3-1, irgendwie sowas. Ah, okay. Na ja, dann eher 3-1 als 2-0. Ja gut, machen wir weiter.
Aber die Augsburger zu schlecht in der Chancenverwertung. Und Modeste einfach bärenstark in der ersten Hälfte. Ja, aber am Ende muss man ja nur ein Tor mehr schießen als der Gegner, ne? Aber Kevin Volland. Kevin Volland, gerade ganz stark. Jo, Elfmeter. Ah, klar gehalten. Von De Jong. Oh. Gibt aber keine rote Karte, oder? Ne, ich glaube nicht. Ne, gibt's nicht. Sonst hätte die da oben schon sein. Ja. Aber Volland setzt sich da bärenstark durch und dann... War das schon im Elfmeter? Ja. Ja, also es gibt den Elfmeter, aber ob es wirklich im Strafraum war schon, weiß ich nicht. Schwierig. Aber Schiedsrichterfehler und Bundesliga, das ist ja wie Bier und Bratwurst beim Fußball. Ne? Das gehört dazu. Oh, Firmino ganz stark. Hat er die Fans jubeln? 4-0. Hä? Wieso sollte er die Fans jubeln? Hoffentlich spielt er auswärts. Ja, hast du der Jubel, meine ich. Ja, ich meine nur Hoffenheim und Auswärtsfans. Jetzt nichts gegen Hoffenheimer bei euch, aber... Ja, es ist... Weiß ich nicht. Ist ungefähr so wie Schalke und Meister. Und ich bin auch Schalke, von daher darf ich das sagen. Oh, zu weit. Oh, glücklich. Jetzt müssen die Augsburger noch ein bisschen aufdrehen. Wenn das Spiel ging bis jetzt tormäßig nur in eine Richtung. Ja. Vielleicht machen sie mal was aus einer der Chancen, die sie kriegen. Also erstmal müssen sie eine Chance kriegen. Aus den paar wenigen, die sie kriegen. Die verstehen sich blind. Boah, Bayer verliert den Ball da. Auf ihm. Ganz stark. Gut gesprungen. Oh, Hoffenheim bleibt. Ja. So ist das, wenn man mit Auge spielt. Ah, sie sind immerhin den Schritt eher da. Wen meinst du jetzt? Die Hoffenheimer. Meistens. Meistens. Ja, eigentlich jetzt immer. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Aber ich glaube, so langsam kristallisiert sich dieses 4-0 auch wirklich raus. Die Augsburger müssen jetzt mal langsam was tun, aber... Jo, Foul. Dann kommen wir ja. Abseits. War das Abseits oder war das ein Foul jetzt? Ja, war Abseits. Abseits. Modeste. Oh. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Marcel de Jong. Das sieht aus wie Training. De Jong, der Unglücksrabe vor dem Elfmeter. Ball im Seitenaus. Schwegler ganz stark. Jetzt muss Augsburg nochmal alles in die Waagschale werfen. Daniel Bayer. Können Sie vielleicht nochmal im Wechsel was verändern? Nobody knows. Roberto Firmino. Ups. Oh Mann, ich will immer Musik mitsingen hier. Oder so. Jetzt sind die Augsburger aber ein bisschen besser am Drücker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die kommen nicht in gute Schusspositionen, also Hoffenheim steht da hinten dicht. Kevin Volland kann ja noch mal einen Elfer rausholen. Du willst jetzt nicht wirklich auf Elfer gehen, ne? Doch klar. Oh, nicht. Ja, dafür fast das Tor. Ja, das mal der Jung, der will zur Linie, will marschieren, schafft es aber nicht, ist zu langsam. Schlechter Pass, ganz schlechter Pass auf Modest. Kann Djordjic, wie wird das ausgesprochen, ich weiß gar nicht. Djordjic durch. Oh, Modeste. Tankt sich da durch und ja. Ganz stark gehalten. Hitz will dann doch nochmal zeigen, dass er nicht der schlechteste Torwart ist hier. Ah. Also in dieser Partie schon, aber ja. Der schlechtere. Okay, bei zwei ist es dann auch der schlechteste, da ist halt. Aber Werner kommt einfach nicht durch und dann kommen sie nicht ran und hoffen, dann kann nochmal kontern, oder? Na, nicht ganz. Aber der Gegner, er hat gut aufgepasst. Oder doch? Boah. Der Junge zu spät, aber Volland hat keine Power mehr. Ah. Der ist platt, muss man wechseln. Volland hat die Seite auch gut beackert, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Was haben wir denn hier?
Also hier wird mir gesagt, er hat noch Power. Der war bloß gerade in dem Sprint, hat er keine Power mehr gehabt. Na gut, also ich habe meine Wechsel durch. Ich auch. Kann weitergehen. Es wird wohl der sollte eigentlich als Seitenwechsel kommen. Aber okay. Strobel. Ungefähr so? Ja, genau. Nur etwas erfolgreicher. Wie so ein bisschen erfolgreicher. Ja, so, als der von mir eben war. Oh! Ich dachte, ich wäre noch auf der Linie. Sah zumindest so aus für mich. Jetzt kannst du erstmal wechseln. Der Name ist bekannt. Der Spieler, der gerade eingewechselt wurde, was man gesehen hat. Ich weiß nicht, hat das gleiche Bild wie ich? Ja. Salihovic, S-Wein wurde eingewechselt. Jetzt hast du endlich einen Freistoßschützen, was? Du hast endlich deinen Pace-Spieler. Die ich normalerweise nicht brauche. Gegen Hoffenheim heute schon, was? Oh. Ja, Modest. Marcel de Jong. Das war auch knapper, als es sein muss, ja. Tobias Werner. Wie alles von den Augsburgern heute. Oh. Ganz stark zugemacht. Ja, Hoffenheim verteilt das jetzt auch stark. Trotz des erhöhten Drucks von... Sean Parker. Ganz sauber den Zweikampf geführt. Augsburg. Dem Gegner den Ball abgelupst. Also da kommt nichts mehr. Das Spiel, die drei Punkte sind sicher. Die Frage ist, schafft Augsburg das noch, ein Tor zu schießen oder nicht? Vollner. Und aktuell glaube ich nicht dran. Rudi. Wer weiß, vielleicht kann Hoffenheim nochmal einen Konter landen. Esswein. Ein Versuch der Balleroberung. Ja, bei solchem Mittelfeld-Zweikampfverhalten geht das auf jeden Fall nichts mehr mit dem Ehrentreffer. Das abgenudelte Wort muss hier benutzt werden. Firmino setzt sich da zwar noch relativ stark durch, aber auch nicht so gut. Oh, Rudi, ganz stark. Was macht der da? Den muss er doch haben. Boah. Die kratzt er nochmal raus. Wer hätte gepasst? Ja. Der von Volland hätte aber auch schon passen können. Ah, 5-0 wäre dann doch unverdient gewesen. So heftig war es nicht. Und Strobel. Kann der auch schießen? Oh, nächste Ecke. Ich glaube, der hat noch an das Pokalspiel letztes Jahr. Die Fans sind mit der Leistung, da hat er uns getötet. Die Unterstützung für die Mannschaft ist einfach groß. Super. Oh, wurde noch eingewechselt und Hitz hält. Kann er werfen? Nicht geht. Da ist ja, Schluss, ist Schicht im Schacht. Hoffenheim gewinnt 4-0. Bis Augsburg angefangen hat zu drücken, war das auf jeden Fall verdient. Ja. Also Augsburg startet sehr schwach in der Runde. Sehr, sehr, sehr schwach. Man hat zwar gesehen, dass sie nochmal probiert haben ranzukommen, aber dafür war Hoffenheim heute auch zu gut. Da sehen wir nochmal das Foul von Rudi. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja. So, gucken wir uns das nochmal an hier. Ja, ja klar. 16:6 Schüsse. Ganz klar. Und 10:3 Schüsse aufs Tor. Passgenauigkeit zu Hoffenheim auch ganz kurz, ganz wenig besser. Aber sonst mehr Ballbesitz. Die Werte für Zweikämpfe sind relativ ausgeglichen. Naja. So viel dazu. So viel zu Augsburg gegen Hoffenheim. Ein klares Ergebnis. Und damit verabschieden wir uns wieder. Tschüss. Bis dann.